Ich wollte ja seriös. LOL. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht, wir vertreten hier eine ganz klare Message mit diesem T-Shirt. Nochmal vielen, vielen Dank an die liebe Edda Vandana. Bevor jetzt hier irgendwer in die Kommentare schreibt, ihr macht ja Werbung für Drogen und Nutten und Crack. Das tun wir nicht. Das ist einfach nur Merchandise von anderen YouTubern. Also ich sehe jetzt schon die besorgten Elternbriefe an meine... Nichts. Ja. Wie ihr sehen könnt, Freunde, bin ich heute nicht alleine. Ich habe heute die liebe Jordi mit dabei. Yeah, ihr guckt immer. Das hat wehgetan. War aber auch ein bisschen geil, oh, ne? Das ist so ein Karate-Griff, den hatte ich früher. Pass mal, ich kann noch Nein. einen. Ne, warte hier, guck mal. Nein. Nee, komm, ich mach noch einen, warte hier. Das hat wehgetan. Okay, guck mal hier, ich mach das den hier. Ups. Das ist ein Prank, Bro. Wir haben auf jeden Fall wieder auf Twitter nach eurer Meinung gefragt, nach Fragen gefragt. Ihr durftet uns unter dem Hashtag... Mann, jetzt schnauzen. Ihr durftet uns unter dem Ist halt nicht mal witzig, wenn ich nicht reden kann, ne? Ihr durftet uns unter dem Hashtag... Was war doch richtig? Komm zurück! Ihr durftet uns unter dem Hashtag Joby Fragen stellen. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal drauf ein. Es gab viele Fragen bezüglich unseres Umzugs, viele Fragen bezüglich Pokémon Go. Einfach. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Also, Tom schreibt, liest Revi Bücher? Wenn ja, wie oft im Monat? Ja, ihr könnt ja wahrscheinlich merken, dass ich nicht so gut sprechen kann. Lesen kann ich halt gar nicht. Es kommt tatsächlich ein, zweimal im Jahr vor, dass ich mir ein Buch im Monat vorknöpfe. Ich würde tatsächlich gerne mehr lesen. Das Problem ist nur, dass ich mich dann wirklich einem Buch sehr widmen muss und vorher erstmal ein Buch finden muss, was mir überhaupt gefällt. Da ich diese Zeit derzeit nicht habe, lese ich nicht so viel. Wie geht's dir, Jody? Na toll. Danke. Ja gut, gut, dass ich auch gefragt werde, ne? Die erste Frage war auch nur an dich. Ja gut. Danke der Nachfrage. Sehr nett, mir geht's ganz gut. Ja. Hier ist direkt eine Frage von der Dana, die ich unbedingt beantworten wollte. Fällt es euch nicht schwer, aus dem YouTube-Haus auszuziehen? Nicht auf die Wohnung bezogen, sondern auf die anderen YouTuber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es einfach mal ein bisschen ansprechen, was das jetzt genau für den Hintergrund hat, warum wir hier ausziehen und so weiter und so fort. Also, grundlegend haben wir ja sowieso hier immer ein riesiges Fanproblem gehabt. Das hat sich in letzter Zeit immer wieder ein bisschen gewandelt. Trotzdem hat Peter wieder ein Video gemacht, dass Fans im Treppenhaus gewesen sind und so weiter und so fort. Die stehen immer noch hinten, teilweise im Hinterhof und so ein Blödsinn und sowas. Dementsprechend war das auf jeden Fall einer der Mitgründe. Des Weiteren haben wir halt einfach ein unheimliches Problem mit diesem Nachbarn. Ich kann halt nicht mal nachts um 3 Uhr auf den Boden stampfen, ohne dass er sich beschwert. Ich kann ja nicht mal nachts um 3 Uhr auf den Boden breakdancen, da ein paar Sachen da hinschmeißen, ohne dass der ausrastet. Ist ja kein Wohnzustand, meiner Meinung nach. Das ist mit ein Grund. Des Weiteren ist es halt so, dass du kannst halt einfach generell nicht breakdancen. Das hat voll lange gedauert, aber ich musste erstmal darüber nachdenken, was du gerade gesagt hast. Nee. Ich habe sie gerade angeforzt. Aber das Take werde ich hier niemals sehen. 100.000 Daumen hoch. Des Weiteren haben wir halt einfach eingesehen, dass es hier unheimlich schwierig ist, so zweit in dieser Wohnung zu wohnen, weil Jordi sitzt halt die ganze Zeit am Esstisch und ich würde halt gerne am Esstisch essen. Ja, ich auch. Nein. Und, und dementsprechend haben wir einfach gesagt, wir müssen es ein bisschen vergrößern, auch wenn wir damit quasi Palle, Peter, Rotpilz und Herr Bergmann Stich lassen müssen. Sobse natürlich auch. Das Ding ist halt einfach, dass ich sowieso hier am meisten mit Felix zu tun habe, den ich natürlich auch am meisten vermissen werde. Und, aber was heißt vermissen? Wir wohnen halt Also so wir wohnen halt nicht weit weg so. Wir wohnen halt... Also zu Fuß kann man immer noch dahin Eben, laufen. Genau. Es ist halt nicht weit weg, von daher auf jeden Fall alles cool. Ist ja Köln. Köln ist alles nah. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass das YouTube-Haus so aufgelöst hat, dass Felix und Simon nicht mehr hier wohnen. Aber wer weiß, was in der Zukunft kommt. Vielleicht ziehen wir irgendwann nochmal zusammen, kaufen eine Insel oder sowas. Mal schauen. Ich habe einen Tweet von der Edda. Die Edda. Und sie fragt, wie sehr mögt ihr mich? So sehr. Ich mag dich gerne. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich finde dich nett, also. Ich habe gerade tatsächlich kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, mir ein anderes T-Shirt anzuziehen, was wäre ziemlich gemein gewesen. Die nächste Frage kommt von Mikkel, der fragt, hätte einer von euch gerne ein Haustier und wann ja, welches, wie würde das heißen? Ich hätte unglaublich gerne echt einen kleinen Hund. So ein Hund wäre super cool. Das Problem ist, man muss halt so eine Hundeanschaffung echt gut überlegen. Ja. Wir wollen nicht einfach ein Tier kaufen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch in Köln wohnen bleiben und so weiter und so fort. Wir wissen überhaupt nicht, was mit unserem Leben gerade abgeht, keine Ahnung. Vielleicht sitzen wir in 2 Jahren beide in einem Büro. Und oder auf der Straße und sind arbeitslos, keine Ahnung, wir sind 2 Jahren tot. Deshalb will ich das eigentlich erst machen, wenn ich tatsächlich Planungssicherheit habe und irgendwann mal in einem Einfamilienhaus mit Garten wohne. Ich hätte zwar ultra gerne jetzt so einen Hund, ja, aber ich finde das halt einfach nicht cool, wenn so ein kleiner Hund in so einer Wohnung rumläuft. Kajus. Irgendwann mal. Kajus. Sagt vom jeweils anderen die Lieblingsfarbe, das Lieblingsgericht und das Lieblingsspiel. Okay, erstmal Lieblingsfarbe. Ist bei dir blau? Lila. Jetzt fängt das schon wieder an. Lila. Weiß. Oh mein Gott. Ja, bunt. Rot machst du richtig. Nein. Boah, grün ist voll deins, ja, ne? Grün, ja klar. Grün, das ist mein Lieblingsgericht. Ja, nee, ich wollte ein bisschen pranken, weißt du? Okay, dein Lieblingsgericht. Du magst ziemlich gerne Mais. Ist das ein Gericht? So ein Maiskolben mit Butter? Magst du gerne? Das ist ein Gericht. Ich kenne halt die ganzen einzelnen Sachen, die du gerne magst, aber nicht das komplette Gericht.
Sushi? Ja, Sushi, okay. Hallo? Ist halt ein Gericht, ja, macht Sinn, stimmt. Hätte ich wissen sollen, weiß ich auch, war ein Prank. Ich habe kein richtiges Lieblingsgericht. Ich wollte gerade sagen, esse eigentlich alles gerne. Genau, so, das, so, was wir immer machen, diese Pilzzeugs. So Pilze. Pilze mit Sahnesoße Pilze. Und Reis. Ich mag den roten Pilz und den braunen Pilz. Mit so Dingens rein, wie heißt das? Paprika. Mal Paprika. Sarah Julia fragt, wie könnte ein Schlagerhit von Ed Sturmwaffel heißen? Hashtag Jovi. Bunter Bart die ganze Nacht. So ein Typ mit so einem bunten Bart, so ein Freddy in so einem weißen Anzug. Bunter Bart die ganze Nacht. Nicht? Das macht gar keinen Sinn. Ja, macht einen Schlagersinn. Also ich würde sagen, Figi Figi Deutschland. Figi Figi Deutschland ist auch ein super Titel. Freddy, bei 100.000 Daumen hoch musst du machen. Figi Figi Deutschland. Wie groß seid ihr beide jeweils? Lass mal hinstellen. Ja, ich ich bin 1,86, glaube ich. Ich bin 1,68, das ist witzig. Nadine fragt, wo seht ihr euch in 10 Jahren? Hoffentlich bin ich dann 33 und ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Was geht bei dir? Ich glaube, dass ich in 10 Jahren weiß, wo ich in 20 Jahren bin. Also, dass ich so, das ist eine gute Aussage, das könnte ich bei mir auch unterschreiben, das stimmt. So, dass ich halt in den nächsten 10 Jahren einfach den Weg finde, den ich gehen möchte für den Rest meines Lebens. Ja. Und dass ich dann halt, wenn ich 30 bin, weiß, okay, den Rest meines Lebens werde ich so verbringen. Weil ich feierbar, Bruder. Gut, Mann, sehr gut. Wollt ihr mal ein Minecraft-Projekt zusammen machen? Ist mir gerade aufgefallen, weil mir, also das wissen, also das, ich habe noch nicht mit dir darüber geredet, aber ich habe diese Frage gerade gesehen und dann ist mir was eingefallen, was ich eigentlich, wo ich Bock drauf hätte und was halt nicht so lang ist, was dann vielleicht so 5 Folgen oder so wäre, aber ich hätte voll Bock, zusammen mit dir so ein Horrorspiel aufzunehmen. Das dann halt einfach nur so ein kurzes, kleines, fände ich mega witzig. Ja, dann kannst du mir halt danach immer die Unterhosen waschen, ja, und genau, das ist die ganze Kacke um den Tisch da wegmachen, weil ich mir halt jedes Mal die Hose scheiße. Leute, ihr müsst das wollen. Leute, ihr müsst das nicht wollen. Schreibt das in die Kommentare, was wird sau witzig. Ihr müsst das überhaupt nicht wollen. Ich habe schon mal mit ihm ein Horrorspiel gespielt und das war so witzig. Bitte schreibt in die Kommentare, dass ihr das wollt, weil ich will das so sehr. Bitte schreibt das. Das war's für diesem Video, Freunde. Schaut bei der lieben Jodie vorbei, da gibt's auch nochmal ein Ask Jodie Video, wo wir Fragen beantworten und... Ja, macht's gut, haut rein, wir sehen uns.